von den Büchern, die ich im August gelesen habe, habe ich noch gar nicht auf Instagram rezensiert, weil irgendwie dafür gar kein Platz war. Dabei sind es gar nicht so viele Bücher, aber es fühlt sich wie sehr viel. 5 Bücher. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist der zweite Herr der Ringe-Teil. Da habe ich im ersten Teil ja schon darüber geredet, dass ich den ersten Teil gelesen habe und was für ein Fan ich geworden bin von der Reihe schon im ersten Band. Und den zweiten habe ich gelesen und es ist ja normalerweise so, dass zweite Teile bei Trilogien die schwächsten sind. So eine Daumenregel. Das ist einfach im zweiten Teil so ein bisschen. Also es geht noch nicht so richtig zur Sache, aber es ist auch nicht mehr der Einleitungscharm beziehungsweise irgendwie der Knackpunkt passiert ja häufig im ersten Teil und dann kommt im dritten Teil wieder was Wichtiges und im zweiten Teil, der existiert einfach. Man muss so ein bisschen Legwork erledigen, aber es ist nicht so richtig cool. Also das fühlen, glaube ich, viele Leute bei zweiten Teilen. Ja, das ist bei Herr der Ringe. Ich fand den zweiten Teil tatsächlich viel besser als den ersten. Aber es fühlt sich gar nicht so richtig an, das zu sagen, weil er so anders war. Also der erste, der war in erster Linie charmant und irgendwie so von der Nostalgie auch getragen. Und gut geschrieben, aber auch auf eine Art schön, dass man sich drauf einlassen muss. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich schon ein bisschen selber reinlegen und werde jetzt nicht so reingezogen von der Geschichte. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie sich erst sehr lange an den Schreibstil gewöhnen mussten, und zwar das ganze erste Buch lang. Und es kann sein, dass es bei mir, also es kann sein, dass es das ist, was ich damit meine. Aber der zweite Teil war jetzt sehr viel reinziehender und der war dann wirklich, wirklich schön. Was ich an sich eigentlich auch nicht so gern mag, ist sind diese Fantasy-Bücher, in denen so eine Reise, also in denen du so sehen kannst, an diesen Weg gehen sie und dann an jedem Wegpunkt passiert irgendwas. Das irgendwie kommt mir das ein bisschen lieblos vor. Kann man natürlich Herr der Ringe nicht vorwerfen, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich hat Herr der Ringe das erfunden. Ist immer irgendwie so, wenn man was bei Herr der Ringe kritisiert, hat Herr der Ringe das immer erfunden, dann geht das nicht mehr. Ja, und jetzt werden halt immer diese Abenteuer, alle Gefahren, die passieren, die werden jetzt halt immer viel drastischer. Und deswegen wird es halt immer aufregender und immer cooler. Und das Ende hat jetzt eigentlich danach geschrien, dass ich direkt in den ersten Band einsteige. Das war jetzt wegen der Wochenumstände so, dass ich es nicht gemacht habe. Also ich habe das beendet, kurz bevor ich in den Urlaub gefahren bin, in dem ich halt gar nicht gelesen habe. Ein Campingurlaub innerhalb von Deutschland. Und deswegen habe ich den dann nicht angefangen. Und habe ihn dann auch jetzt erstmal nicht angefangen. Ich werde ihn jetzt auch erstmal nicht anfangen, weil ich jetzt die nächsten 2 Bücher schon geplant habe, die ich lesen werde, weil das Rezensionsexemplare sind. Aber direkt danach werde ich auf jeden Fall den dritten Band weiterlesen und ich habe auf jeden Fall mega Bock. Der zweite Teil ist hier On Writing. Das habe ich als Hörbuch gelesen, als Hörbuch gehört. Deswegen habe ich das jetzt nicht da. Ja, genau. Das anzuhören war cool, weil es Stephen King selber vorliest. Also On Writing ist ein Buch, das Stephen King geschrieben hat, übers Schreiben selber. Und das behandelt zum einen einfach seine persönliche Geschichte, wie er zum Schreiben gekommen ist, was es für ihn bedeutet. Und dann aber auch konkret, was er wichtig findet beim Schreiben, Schreibtipps. Und ja, er redet auch so ein bisschen über das Schreiben von anderen Leuten, was man da gut und schlecht machen kann. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Diese erste Hälfte, darin geht es vor allem darum, wie er zum Schreiben gekommen ist und sein Leben. Und das fand ich halt nicht so spannend. Ja, das hat mich halt ein bisschen gelangweilt. Und dann kommt er aber tatsächlich auch dazu, ja, wie er schreibt, was seine Schreibroutine ist und was er wichtig findet beim Schreiben. Was man lernen sollte, was er rankt so ein bisschen, was wichtig ist zu können und was weniger wichtig ist. Und er sagt, ja, also es ist halt auch viel dabei. Da kommt er halt mit so einem riesigen Ego daher. Das denke ich einmal. Spricht so ein bisschen eine männliche Sozialisierung aus ihm und dann auf der anderen Seite natürlich diese riesige Validation, die er bekommen hat in seinem Leben. Also seine Bücher sind unglaublich erfolgreich, seine Bücher werden verfilmt, in Sprachen, 1000 Sprachen übersetzt, er hat irgendwie über 50 Bücher geschrieben. Er ist überhaupt professioneller Autor, der davon leben kann. Das sind ja alles riesige Erfolge und deswegen lässt sich das schon erklären, dass er ein riesiges Ego hat, aber es hat sich für mich dann so ein bisschen nervig, es hat mich ein bisschen genervt, dass er da so ein bisschen, also er redet schon ein bisschen von oben und er sagt halt, dass Sachen so sind. Also er stellt so Theorien auf und sagt, es gibt 3 Arten von Menschen. Er hat so gesagt, es gibt Arten von Autoren und manche sind Genies, wie zum Beispiel Riddler Blub. Dann gibt es Leute, die sind ganz gut und dann gibt es Leute, die sind
sehr gut und Leute, die sind richtig schlecht. Und dann hat er gesagt, wenn man in welcher Schublade ist, in welche man noch kommen kann und so. Und ja, klar, also das kann sein, dass da, also da ist vielleicht was dran, aber es ist verrückt, dass er das so absolut einfach unterteilt und es einfach behauptet und da so wenig reflektiert und auch so wenig, ja, so wenig relativiert. Also er sagt halt gar nicht, oh ja, meiner Meinung nach, oder ja, er sagt schon, dass er Sachen unterteilt, aber ja, er sagt Sachen halt einfach und denkt, dass sie richtig sind. Obwohl er sie ja nur so denkt. Also auch seine Schreibroutine behauptet er. Also die Art, wie er sie beschreibt, liegt nahe, dass das für ihn die einzig richtige Schreibmethode ist. Und jeder andere muss es auch so machen. Obwohl Schreibroutinen ja bekanntermaßen extrem unterschiedlich sind. Auch Schreibtempi etc. Ja, und das, glaube ich, finden viele Leute bestimmt toll an dem Buch. Ich persönlich mag das gar nicht. Ja, aber trotzdem habe ich aus der zweiten Hälfte viel gezogen, also da hat mir auch viel, es hat mir schon Spaß gemacht, weil ich mich halt gerne mit, also weil ich gerne Sachen über das Schreiben anhöre, die, aus denen man ja auch auf jeden Fall was ziehen kann, wenn sie von einem Profi kommen. Man muss halt immer so ein paar Sachen abziehen und es ist nicht, ja, so lehrreich. Es ist halt ganz cool, sich das anzuhören, die zweite Hälfte, finde ich. Er ist ein ganz, ganz starker Advokat fürs Pantsen, also er ist gar nicht pro Plotting. Was ganz interessant ist. Ja, das ist, glaube ich, das, was man wissen muss. Ich schätze, dann kann jeder für sich selber ganz gut sagen, was, ob er sie jetzt lesen will. Mein nächstes Buch ist Was uns verbindet. Dazu habe ich einen Lesevlog gemacht, den kann ich euch verlinken. Irgendwo hier. Das ist eine Familiengeschichte von einer kanadischen Autorin, die auch über so eine, ja, kosmopolitische, internationale Familie schreibt, die Eltern, die Hauptperson, es gibt vier Hauptpersonen, das sind Mutter, Tochter, Sohn und Vater, Mutter und Vater kommen beide aus, also ich glaube, sie kommt aus Indien und er aus England und ziehen beide nach Kanada, in die USA und ziehen da dann und leben da dann mit ihrer Familie und dann passiert eine Tragödie. Und jeder und die Familie wird so ein bisschen auseinandergestoßen von dieser Tragödie und jeder geht damit auf unterschiedliche Weise um. Und das Buch erzählt eben die Geschichte von diesen vier Leuten und von dieser Familie gleichzeitig. Und das, ja, das ist irgendwie so ein Buch, das ich nicht so richtig, also ich würde jetzt nicht auf Leute zugehen und es ihnen empfehlen, weil ich gar nicht so genau sagen kann, was mir daran so gefallen hat, aber es war für mich, glaube ich, schon ein 5-Sterne-Buch. Auf Goodreads, weil ich es total leicht fand, da das zu lesen. Es hat Spaß gemacht, ich fand die Sprache ganz gut und es war auch berührend. Ja, genau, es war berührend und es hat eigentlich so, ja, nicht so fertig gemacht. Es geht natürlich viel um traurige Themen, aber es ist sehr nett im Umgang mit diesen Themen. Es ist sehr nett zum Leser, zur Lesenden. Und hat so einen und hat irgendwie Hoffnung. Bringt irgendwie Hoffnung mit und ich fand es sehr schön. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn Leute mich danach fragen. Ja. ja, vor allem auch überraschend, weil das nicht so ein typisches Buch ist, das ich so gerne lese. Aber ihr könnt euch das gerne anschauen, wie ich darauf reagiere. Das Buch und auf die Tragödie. Hier ist mein Leseblog. Das vierte Buch habe ich wieder so hier. Das ist Alman und die Erotik. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass Leute das Alman aussprechen, aber das weiß ich nicht so genau. Es gibt da, glaube ich, eine Dreisat-Serie zu dieser Buchreihe. Das ist ja eine sehr bekannte Buchreihe von Martin Suter über Alman. Das ist so ein Adliger, eigentlich ein Betrüger, der so eine sehr aristokratische Fassade hat. Und deswegen nicht für einen Betrüger gehalten wird, aber in Wirklichkeit halt auf trügerische Weise an Geld kommt. Und es geht immer um Kunst, also ja, in diesem Fall stiehlt er Kunst, um sie dann zurückzuverkaufen oder wieder zu auf verschiedene Weise. Auf jeden Fall wird immer wieder Kunst gestohlen und dann versuchen die, und dann verdient er damit ganz viel Geld, also auch zwei verschiedene Arten, glaube ich, in dem Buch. Ich wollte das Buch hier schon sehr lange lesen. Das ist auch in meiner Stadtbücherei immer bei den Top-Ausleihern dabei. Es wird da immer aufgeführt.
Und die Reihe ist sehr erfolgreich, bliblablub. Ich habe gehört, dass es extrem cool ist. Und am Anfang dachte ich auch, dass es richtig cool wird. Es fängt ein bisschen an wie ein Film mit so einer kleinen lustigen Actionsequenz. Die geht nur so 2 Seiten lang und zieht einen sofort in die Geschichte. Also ich war ziemlich begeistert. Und dann geht es auch ganz witzig weiter. Die Charakterisierung der Hauptperson gefällt mir gut. Also irgendwie gut. Also es ist halt lustig, wie er sich gibt. Obwohl er gleichzeitig halt total unsympathisch ist. Und das ist auch ganz gut geschrieben. Also ja, aber es ist so ein bisschen... Aber es hat mir gleichzeitig eigentlich gar nicht gefallen. Also der Plot ist nicht besonders spannend. Ich habe für mich, also ich war nicht total drin. Ich habe mir auch keine Sorgen gemacht, weil ich mir schon dachte, das wird schon laufen. Und dann gibt es so einen Plot-Twist, also ganz am Ende, das kann ich nicht sagen, weil das ganz am Ende halt rauskommt und das hat mich gar nicht überrascht. Und der Grund, aus dem es, glaube ich, Leute überraschen soll, ist, dass Leute, ja, ich glaube, das überrascht nur Leute, die totale, ja, das kann ich nicht sagen, weil das alles spoilert, aber ich glaube, das ist halt vielleicht was, was konservative ältere Männer schockt oder so. Also ich glaube, solche Leute lesen das und sind so ho und funny. Ja, aber weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob viele, ja, ob das andere Gruppen so treffen kann. Weil ja, irgendwie sind viele Grundbausteine da, die ich cool finde, aber ziemlich viel, das mich dann auch nervt. Er hat so eine Haushälterin und einen, ja, der macht verschiedene Sachen bei ihm im Haus, einen Diener sozusagen. Und es sind zwei, er ist Spanier, sie ist Spanierin. Halt auch so, also es ist dann schön, da SpanierInnen drin zu haben, aber dass es dann die zwei DienerInnen von ihm sind. Und dann reden die auch sehr viel Spanisch, also das finde ich irgendwo ganz cool, aber dann wird es jedes Mal, wird das Spanische übersetzt. Und das hat mich auf Dauer auch ein bisschen genervt, dass dann auch so leichte spanische Sätze einfach übersetzt. Es sind sowieso sehr wenig Wörter, deswegen habe ich das Gefühl gehabt, dass ein Drittel davon Spanisch ist, ob der dann sowieso übersetzt wird. Was jetzt total übertrieben ist, auf jeden Fall total übertrieben, wenn ich das sage, aber irgendwann hat es sich so angefühlt. Und ich bin dann irgendwann ziemlich viel durchgeflogen. Ja, weil irgendwie, ja, wie gesagt, es ist so frustrierend gewesen, weil da waren diese Grundelemente, die ich sehr cool fand und von denen ich mir viel erhofft habe. Und dann hat es mir aber halt irgendwie eigentlich gar nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin mit mir. Ja. Und ich glaube mir gedacht, ich gucke mir mal diese Serie an, weil dass eben diese Grundbausteine sind, ich kann mir vorstellen, dass mir das dann so als Film ganz gut gefällt vielleicht. Also ich guck da mal rein. Samuel Finzi. Jetzt kennt man den aus Zweiohrküken. Der spielt da, glaube ich, den Vater, den nicht biologischen Vater von dem Mädchen. Und ich weiß nicht, sein Nachname ist Finzi. Ja, auf jeden Fall sieht der mega weiß aus. I don't know about that. Aber ja, ich guck da mal rein. Das fünfte und letzte Buch, das ich gelesen habe, ist Herkunft. Das Buch kennt auf jeden Fall jeder. Hat den Buchpreis letztes Jahr gewonnen, also 2019. Und ich lese es jetzt, wo die Longlist für den neuen deutschen Buchpreis veröffentlicht wurde. Ich dachte, das ist ein super Timing. Ja, also eigentlich habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Das war einfach an der Zeit. Und darüber habe ich auch noch keine Rezension gepostet, weil ich darüber irgendwie noch nachdenken muss, weil ich nicht ganz sicher bin, was ich davon halte. Also es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also ich mag Sascha Stanisic Prosa gerne. Die Sätze fand ich cool, also ganz viele fand ich richtig, richtig cool. Und ja, genau, ich glaube, das ist der Punkt ein bisschen, dass ich die Prosa am coolsten fand in dem ganzen Buch. Und auf jeden Fall fand ich auch die Geschichte cool über die Jugos. Das alte Jugoslawien. Und ja, also das ist was, wo ich, glaube ich, noch nicht so viel mitgekriegt habe über Deutsche aus dem ehemaligen Jugoslawien. Was die Leute ausmacht und was das inwiefern das eine Einheit darstellt. Und das war auf jeden Fall interessant und ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich dann von der Geschichte als Ganzes halten soll. Also ich habe noch nicht so, weiß ich nicht, glaube ich, fertig drüber nachgedacht, wie ich die finde. Ob das alles
zusammenpasst und Sinn ergibt, dass es in dem Buch drin ist. Auch, also er erzählt auch viel von seiner Großmutter und er erzählt viel von seinem Leben. Der Wechsel zwischen das war früher und das mache ich jetzt gerade ist auch cool. Deswegen weiß ich nicht so genau, ob es ein 4- oder ein 5-Sterne-Buch für mich ist. Also es kommt mir dann ein bisschen, ja. Und es hat immerhin den Deutschen Buchpreis bekommen, deswegen sind die Erwartungen natürlich auch hoch. An das Buch. Ja, genau. Also es klingt jetzt alles total negativ, aber es ist einfach nur, weil ich noch so ein bisschen Fragezeichen in meinem Kopf habe. Und ich werde sicher noch einen Weg finden, das in Worte zu kleiden. Und dann steht das in meiner Rezension auf Instagram. Ja, genau, naja. Und der Autor ist auch so super sympathisch. Dem folge ich auch auf Instagram. Und ich habe da auch ins Hörbuch reingehört, was total cool ist. Also ich finde, der liest sein eigenes Schreiben sehr gut. Sehr gut vor. Ja, okay, genau, das war mein Leben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like gerne das Video, wenn ihr bis hierher gekommen seid, könnt ihr das könnt ihr es ja auch machen. Ja. See ya.